Ich konnte schon mal mit dem Fernglas ein bisschen spionieren. Du Sau! Hast du gestartet? Ja, ich muss mir nur noch schnell was zu fressen einpacken. Weil hier steht schon am Ufer ein Schild mit Balboa National Reserve, also Naturschutzgebiet. Ach, das ist die Insel, die wir jetzt brauchen, ne? Das ist unsere Insel hier. Schnell raus. Weil es ein Schild am Strand. Und weiter oben sieht man schon auf dem Warnschild ein Bärensymbol. Yo, du kümmerst dich um die Bären. Also, wir können von mir aus. Hier vor euch wieder Wasser. Können. Ah, oh, sieht aber geil aus. Ich will mal. Ich nehme schon mal den Speer in die Hand. Das muss ich jetzt testen gehen. Ob man die abbauen kann? Den weißen, ne? Ich gehe noch nicht hinter das Schild. Nee, geht nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rechts lang. Dort lang. Aber nee, rennen. Lauf gemütlich, wir haben Zeit. Wenn sich die Insel jetzt über 3 Folgen streckt, ist ja Lade. Ich muss meine Schwimmflossen ausziehen, das geht gar nicht. Das hört sich genauso dämlich an, wenn ich die ausgezogen habe. Als ob ich auf Matsch schlurfe. Ja, gut, Dago, no? Wollen wir hier eine Base aufbauen? In Ark hätte ich ja gesagt. Aber hier. Kommst du zurück? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich muss mir das halt alles angucken. Die Zuschauer müssen die Insel auch sehen können. Weißt du, was jetzt hier. Bildern kannst du eh nichts erkennen. Weißt du, was? Was? Bei deinen unscharfen Bildern kann man eh nichts erkennen. Was für unscharfe Bilder? Du müsstest mal bei YouTube alles höher stellen. Alles auf 1080, höher geht nicht. Willst du mich verarschen, wenn ich mir das angucke auf wenn das ist kein Bär. Wenn ich mir meine Videos auf. Hier, guck mal, Alk. Ja. Wenn ich mir meine Videos auf 720 angucke, sehe ich die gestochen scharf. Kann ich dir später mal anzeigen, da brauchst du einfach nur eine bessere Brille. Ich brauche kein. Hä? Willst du mich. Ey, Taco, mach mich jetzt nicht fertig hier. Aber einfach. Nee, da haben wir einfach nur andere Anforderungen. Hier ist auch wieder nichts, oder? Wischni, es geht hier noch weiter. Aber wieso musst du sowas immer in den Videos diskutieren? Ist Folgeninhalt, warum nicht? Ey, mach selber mal Videos. Werde ich dich schon nur kritisieren. Ich kritisiere dich ja nicht nur. Außerdem ist das kein Kritisieren, das ist einfach nur. Wo bist du? Wo bist du schon wieder hin? Wo bist du hin? Hier? Da hinten ging's weiter, deswegen bin ich da lang gelaufen. Ging's? Also geht's doch jetzt noch weiter, oder? Da ist dann auch wieder so eine Klippe. Sag ich doch. Ich setz dich hier gleich aus. Sicher, dass wir nicht Ark spielen? da gehe ich nicht weiter. Du kannst gerne mal an die Kühlsuppe gehen. Radioaktiver Müll? Was ist hier denn los? Aber das ist echt eine Holzpalisade aus Ark. Ja. Wie aus Ark gemacht. Tut die weh? Nee, aber du kommst hier nicht. Du kommst nicht weiter. Also Jump'n'Run, toll. Wieso Jump'n'Run? Achso, hi.
Marco, ernsthaft! Die Dinger gehen unter! Ich kann grad nicht, ich muss einfach nur durchsprinten. Warte bitte, ich muss nämlich warten, bis ja. die Dinger wieder oben sind. Ich warte. Scheiße, ich bin gleich tot. Ja. Lass mich ja, retten kommen. Ich hab nicht mal mehr ein Balken Herzen, ich kann nicht wiederkommen. Warte kurz, ich muss recken. Ich kann höchstens aufgeben und wiederbeleben machen. Die Frage ist, wo spawn ich dann? Auf unserem Boot, das ist nicht das Problem, nur du verlierst dein Zeug. Rette mich sofort. Boah, macht das viel Damage, dieses Zeug. Ja, was ist, wenn ich jetzt auch noch umkippe? Dann haben wir ein dickes Problem. Scheiße. Ach komm, scheiß drauf. Nein, warte. Scheiß drauf. Viel geht nicht verloren. Das haben wir alles noch auf dem Boot. Ich suche mal kurz währenddessen einen anderen Eingang. Als über dieses Wieso sind... Oh, die sind alle Haken auf einmal kaputt. Das ist halt so scheiße gemacht. Hier gibt es wirklich keinen anderen Eingang. Ja, aber noch nicht reingehen, bitte. Sei wenigstens so kulant ja, und warte. Klar. Ich suche für dich einen besseren Weg. Ein Bolzen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir hier Jump'n'Runs machen müssen. Vier. Ich glaube, dafür brauchen wir dann halt auch die Lederrüstung. Oder Heilsalbe, aber die können wir auch noch nicht machen. Seil. Eins, zwei. Acht. Vier, zwei, eins. Ich warte. Keine Sorge. Ja, ja. Du bist aber gestern mal auf dem Boot gespawnt, oder? Ja. So, das habe ich jetzt alles mal wieder. Das ist gut. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Essen. Und Tassen haben wir ja zum Glück. Tassen haben wir ja mehr als genug. Ja. Ich stehe hier gerade auf dem Felsen bei dem Sumpftempel. Und da hinten ist noch so ein Sendemast. Nicht nur bei uns, sondern da ist noch einer von denen. Auf der anderen Seite. Ja, wir gucken uns dann alle ganz gemütlich an. Hier, das da. Hab alles gut. Unten nochmal schnell was süffeln. Hier ist schon wieder kein Wasser nachgelegt worden. Ernsthaft? Da fehlt aber auch der, Das Teil, was drin ist, ist komplett... Hä? Warte mal. Doch, das ist komplett leer. Da ist kein Wasser nachgelegt. Da ist nichts zum Trinken drin. Bei mir war da definitiv noch was. Diesmal bin ich mir 1000% sicher, dass da noch was war. Nee, ich hab's gerade folgen, ich hab Videobeweis. Hey, du und dein scheiß Videobeweis, kann ja trotzdem ein Spack von dir sein. Ey. Da hat ja auch nichts mit Videobeweis zu tun. Warte mal, du hast sogar vorher noch getrunken, bevor wir auf die Insel sind. Also kannst es nur du gewesen sein. Ich war's auch, aber bei mir ist definitiv da Wasser noch drin gewesen. Nee, da war nix drinne. Redest du vom hinten aufgefüllten Salzwasser oder von vorne dem Süßwasser? Salz und Süßwasser. Weil Salzwasser fülle ich erst auf, wenn vorne nichts mehr drin ist. Nee, du kannst, wenn vorne Süßwasser drin ist, hinten schon Salzwasser reinmachen. Mach ich aber nicht. Dafür haben wir ja das zweite. Willst du mich? Dann brauche ich mich hier wundern, dass dort immer eins komplett restlos leer ist und gar nichts mehr drin. Ja, aber wenn es restlos leer ist, dann mache ich ja wieder voll. Das, aber da gut, du musst davon ausgehen. Wenn vorne Süßwasser drin ist und du hinten Salzwasser nachkippst, du nimmst eine Tasse raus, wird in dem Moment auch wieder Süßwasser produziert. Verstehst du das? Ja klar, aber ich kann nicht, wenn ich Süßwasser rausnehme, nachfüllen. Das geht ja nicht.
Du nimmst weil erst... Weil ich das Wasser brauche, dann muss ich erstmal zum anderen Ende des Bootes laufen und dann wieder zurücklaufen. Wie war das? Hier klingelt was. Hä? Wo bist du denn jetzt? Lauf doch einfach wieder hoch. Warte mal! Das hört sich an wie eine Fahrradklingel. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Immer rechts halten. Ranger-Station, Relay-Station, Relay-Station, Relay-Station. Hä? Hä? Ich bin hier bei irgendeinem... Warte mal, ich... Ruhig, zurück. Nur jede rechte Abbiegung nutzen. Ich muss erst mal gucken, wie ich zurückkomme. Oh, Eik, ey. Da ist eine große... Hä? Du kannst doch wohl geradeaus gehen und ich bin halten. Doch ordentlich... Junge, ey, stell mich doch nicht blöder... Blödsinn! Ja, aber irgendwie bist du es gerade ein bisschen. Ey, ich lefte gleich und dann war es das mit dem Projekt, ne? Ich hab grad echt die Schnauze voll. Erst Videoqualität kritisieren, wobei ich sie im Schnitt ordentlich sehe, auf YouTube ordentlich sehe. Das war Genecke und Gemoppe. Und hier bin ich definitiv falsch lassen, Bär. Okay. Dann das mit dem Salzwasser, dass man zu faul ist, Salzwasser nachzufüllen, ob, wenn Süßwasser drin ist. Und jetzt das hier, also, nee. In dem Punkt bist du aber auch schon wieder so stur. Du verstehst mein Anliegen nicht. Ich kann ja kein Salzwasser nachfüllen, wenn ich mir Süßwasser nehme und am anderen Ende... Na, aber wenn du siehst, dass Süßwasser drin ist und Salzwasser leer, dann bevor man trinkt, macht man doch Salzwasser rein. Kann ich nicht, wenn vorne Süßwasser drin ist. Doch, kannst du. Hab ich ja auch gemacht. Nicht, wenn's voll ist. Doch, wenn vorne Süßwasser... Das kann ich dir dann zeigen. Wenn vorne... Ich kann's dir auch beweisen, Ike. Mach ich gleich eine Aufnahme. Mach das. Kannst du auch gerne streamen. Nee, dann ist mein PC am Arsch. Oh, geht deine Videoqualität flöten? Ha, so. Videoqualität ist mir doch Schnuppe. Ich möchte dich nur verbessern, damit deine jetzt Videoqualität... Jetzt hilf mir, dass ich zum scheiß Boot komme! Wie sehen denn die Bären aus? Anderes Thema jetzt mal. Das war ein Bär, der hat hin und her gezappelt. Der war festgebacken. Ich dachte jetzt gerade erstmal, dass du das an dem Hin- und Herzappeln ausmachst, dass das ein Bär ist. Ne, man hat's gesehen, dass es ein Bär war, der war schwarz und der hat wirklich hin und her gezappelt. Der hat dazwischen zu mir Felsen festgeklemmt. Ich finde dich gleich. Hier, das hat schon wieder geklingelt! Das klingelt hier! Eik, das machen wir alle später. Oder sind die so fair, dass die Bären, weil es im Nationalpark ist, eine Glocke umhaben? Dass du dann immer vorgewarnt wirst. Jetzt klingelt es ein Bär. Warte mal, das muss hier oben sein. Ja, aber wo bist du bitte? Wir wollten doch zusammen erkunden. Ja, ich sehe hier gerade nur... Psst. Das ist wirklich der Bär. Der hört sich an wie eine Fahrradklingel. Oh Mann. Warte, ich bin jetzt hier an der Klippe. Komm einfach mal. Siehst du bei dir irgendein Schild? Ich brauche einfach bloß die Relay-Station wissen. Hier sind Glühwürmchen. Hier. Da ist. Ach du Scheiße, hier schon der zweite Bär. Ich glaube, ich bin am anderen Ende der Insel gerade. Hä? Bist du nur gerade ausgelaufen? Nein! Ich bin eigentlich nach rechts. Warte. Ich laufe jetzt mal zur Relay-Station 2. Keine Sorge, ich werde... Leg mich! Nein! Geh weg! Ah! Ich höre ihn hinter mir! Ich höre dich. Ich stehe bei der Relay-Station 2. Ah! Komm, Pfeil und Bogen! Ah! Ich weiß nicht, wo du bist! Bei den Spikes! Ah! Ah! Scheiße, mein Nachbar denkt bestimmt sonst noch was, ey. Wie bei den Spikes, dann spring schnell über die Dinger da. Warte! Direkt da ja in der
Der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch. Oh. Oh. Scheiße, das Problem, Alter, ist, jetzt kannst du wieder nicht springen. Jetzt kannst du wieder das nicht machen, weil du ja nicht keine Leben verlieren kannst. Warte. Siehst du den Bär? Ja, der ist, aber ich kann nicht schießen. Der ist hinter mir. Der ich kann nicht schießen. Der kommt jetzt hier einfach rein. Mach, hopp, hopp, hopp. Ja! Ey, fick dich noch. Der hittet mich noch einmal, ich bin down. Ich lieg aber am Ufer. Ich hol dich gleich, ich hab ja selbst gerade hier Probleme mit dem Bär. Ja, aber du musst da zurück, ne? Du musst mich zum Boot bringen. Was? Oh, wir haben kein Bett mitgenommen. Das können wir auch nicht setzen, das können wir nur auf dem Dingsbums setzen. Warte, kann ich dich irgendwie anders heilen? Ne, ich kann nicht nur tragen. Versuch an der Klippe runterzuspringen. Wenn das geht. Ansonsten müssen wir uns aufteilen, dass du eine Relay-Station machst und ich die andere. Weil wir machen die zusammen. Ey, Jump'n'Run ist scheiße. Das kann ich nicht mal bei Minecraft. Jump'n'Run oder was? Ja. Aber du hast es ja geschafft, abgesehen, dass der Bär dich halt danach gehittet hat. Ach, der hat mich gehittet? Weil mein Leben war schon extremst weit unten. Das Problem also ist jetzt... Für mich sah es so aus, als hätte der Bär dich erwischt. Ich bin nämlich ein paar Mal in die Suppe gefallen. Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Oh, was sind meine hatte auch nicht mehr viele wieder. Leben. Aber alleine, ich glaube, beim anderen ist halt auch dieses Jump'n'Run. Boah, hoffentlich nicht. Oh. So, hier. Daku, bitte? Ja, geht es, aber wenn der voll ist, meine ich. Der hier, pass auf, der hier ist mit Süßwasser voll. Vorne, mach Wasser. Der ist nicht voll. Der muss voll sein. Ich habe das alles gerade eben erst noch aufgefüllt gehabt, bevor ich los bin. Ja, gut, dann kannst du. Ja, ist voll, weil du nichts reintun kannst hinten. Okay, dann hast du ausnahmsweise mal recht. Allein dann hast du ausnahmsweise mal recht. Ja, sonst liegst du nie richtig. Wollen wir wieder? Boah, schon 17 Minuten, ey. Wir haben eine Folge lang probiert, da hochzukommen. Ich würde sagen, das lass mal aus. Wir gehen erstmal zur nächsten Relay-Station. Nö, komm. Solange dich der Bär wirklich nicht hittet, ist das kinderleicht. Dann gehe ich aber jetzt trotzdem hier lang. Ja, den richtigen Weg, rechts rum jetzt. Ich weiß nicht, wo du lang gegangen bist damals. Wahrscheinlich noch weiter geradeaus. Ja, kann sein, keine Ahnung. Ist ja. Ach, komm. Ey. Ja, egal. Ich bin sowieso gerade mit den Nerven am Ende. Diese Diskussion mit dir in dieser Folge, ey. Diskussionen sind schön. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Entweder Fette Insel Teil 1 oder Darko nervt. Ike stirbt in Atommüll. Ich muss jetzt was testen. Hab ich Superkräfte? Stehen bleiben. Warte, stehen bleiben. Nein. Ich springe als erstes. Wenn du da einmal drinne bist, kannst du nicht mehr wirklich sprinten. Ja, ich weiß. Ich hab's geschafft! Und was essen. Boah, diesmal schaff ich's nicht. Doch. Puh. So, rechts oder links? Da sind Schilder mit Ranger-Station und... Steht da einer? Das ist eine Puppe. Benötigt eine Glühbirne. Okay, hier ist ein Bauplan. Biokraftstoff, Raffinerie. Ich habe Notizen zugefügt bekommen.
lass den Speer jetzt ausgerüstet. Ja, stimmt. Hier, guck mal, Ike, drück mal T. Warte mal. Benötigt ein Brundushammer. Ich hab keinen Hammer mehr, scheiße, den muss ich mir dann auch noch neu machen. Benötigt einen Schraubschlüssel. Benötigt ein Sägeblatt. Der braucht ein bisschen viel. Ich geh erstmal ums Haus herum, vielleicht ist dahinter noch irgendwas. Nö. Wie darfst du? Nö, ist nix. Aber hier, wir haben das Rezept für ein Biokraftstoffraffinerie bekommen. Dann muss ich das Boot ja irgendwann weiter ausbauen. Das kann man dann sogar mit den Motoren verbinden, mit den Pipes. Ja, glaube ich, dass das wirklich alles schön automatisiert wird. Wollen wir hoch? Natürlich, automatisieren. Oh, da bin ich dabei. Dann noch ein schönes ME mit automatischem Crafting. Oh. Aber die Folge könntest du mir echt sagen, wir wären vom Pack verfolgt oder eigentlich. Stehen bleiben. Folge zu Ende.